So, dann herzlich willkommen zum RSB-Tutorium am 3.11. Wir haben mittlerweile Aufgabenblatt Nummer 3, was rausgekommen ist, jetzt glaube ich. Und genau, nochmal zur Erinnerung, wer jetzt letzte Woche nicht dabei war, ich mache einen Ausschnitt vom Tutorium, das wird nachher hochgeladen. Es wird, selbst wenn ihr jetzt euch hier muten solltet und Fragen stellt, das nicht mit aufgezeichnet, sondern nur mein lokales Audio. Was auch bedeutet, dass ich unter Umständen halt Fragen dann nochmal wiederhole, damit es auch auf der Audioaufzeichnung mit dabei ist. Wir haben heute ein etwas kürzeres Aufgabenblatt. Das habt ihr vielleicht gesehen, weil entsprechend in der Vorlesung noch nicht alle Themen behandelt worden sind. Und dann würde ich sagen, habt ihr hoffentlich auch das Blatt halbwegs parat. Und wir starten einmal durch. Wir werden heute ganz viel Zahlenumwandlung machen. Und der erste Teil, den wir haben, ist die Aufgabe, eine Zahl ins Dualsystem umzuwandeln. Also wir haben eine Dezimalzahl. In dem Fall durch die leicht umgeschriebene, tiefgestellte 10 markiert. Die 176 ist unsere Dezimalzahl, die umgewandelt werden soll. Und wir sollen sie nicht einfach nur umwandeln. Wir müssen auch noch was berücksichtigen, nämlich N und M. Wofür steht das denn eigentlich in der Aufgabe? Das steht da irgendwo auch. N und M, was ist das jeweils? Das ist Vor- und Nachkommastelle, genau. Das heißt, wir müssen aufpassen bei der auch Angabe des Ergebnisses, dass wir entsprechend die Anzahl Vor- und Nachkommastellen auch mit angeben. Ist unser Ergebnis, was wir ausrechnen, kürzer, dann müssen wir entsprechend halt mehr Vor- und Nachkommastellen noch hinzufügen, ohne natürlich das Ergebnis zu verändern. Ja, also wenn ich beispielsweise zwei Vorkommastellen angeben soll und ich habe die Zahl 1 als Ergebnis, dann mache ich da eine 0 davor, dann habe ich 0, 1, dann ändere ich aber nichts am Ergebnis, habe aber trotzdem zwei Vorkommastellen. Aber das werden wir uns dann auch gleich nochmal angucken. Das erste Umrechnungsverfahren ins Dualsystem, was wir hier nehmen werden, ist das Divisionsrestverfahren. Hat einer von euch sich das schon angeguckt oder erinnert sich da, wie das mit dem Divisionsrestverfahren ganz grob funktioniert? Was müssen wir da machen? Durch zwei teilen, genau. Division sagt ja schon so ein bisschen der Name, dass wir da was beachten müssen. Also wir nehmen unsere Zahl, die wir haben, unsere Ausgangszahl, die 176. Wir teilen die durch 2, bekommen dabei ein Ergebnis raus. In dem Fall wäre das die 88. Und Rest ist eben auch wichtig zu berücksichtigen. Wenn wir das berechnen, haben wir erstmal einen Rest 0. Das kommt ausnahmsweise hin, aber hätte ja sein können, dass wir einen Rest haben. So. Jetzt habe ich das einmal geteilt. Wie würde der nächste Schritt aussehen? Genau, der nächste Schritt ist 88 durch 2. Das heißt, ich nehme die Zahl, die ich bei der Division rausbekommen habe, teile die wieder durch 2. Habe damit dann natürlich das nächste Ergebnis, 44. Guck wieder, was habe ich für einen Rest? Und dann geht das immer so weiter. Bis wohin muss ich das machen? Wann ist Ende mit meiner Division? Wann höre ich damit auf? Ah, bis 0. Ja, wo ist die 0 am Ende? Genau, beim Ergebnis der Division, das ist ganz wichtig. Das ist da, wo ich die 0 brauche. Wir kommen da ja gleich hin. Haben jetzt auch 11 durch 2, das heißt, wir haben das erste Mal tatsächlich einen Rest dabei. Genau, ihr achtet bitte schön darauf, dass ich mich hier nicht dabei irgendwie vertippe und irgendwas Falsches mache. Wenn ich das hier schnell runtergehe. 2 durch 2. So, jetzt sind wir bei 1 durch 2.
1 durch 2 ist natürlich 0, kann nicht sein, aber wir haben noch einen Rest 1. Das heißt, hier haben wir beim Ergebnis der Division den Rest 0 und diese ganze Zeile, also mal abgesehen von dem, naja doch auch inklusive des Restes hier, diese ganze Art an Zeile, 1 geteilt durch 2 gleich 0, Rest 1, das ist eigentlich dann auch immer die letzte Zeile der Rechnung beim Divisionsrestverfahren. So, jetzt haben wir das ganz schön einmal durchgerechnet. Ist ja schön, dass ich gerechnet habe, aber was mache ich denn mit dem Ergebnis? Also, was muss ich jetzt machen, um weiterzukommen? Eigentlich wollen wir ja am Ende auf eine Dualzahl kommen. Das war ja das Ziel der ganzen Aktion. Ja, jetzt kann ich Zahlen ablesen, genau. Und zwar von unten nach oben lese ich jetzt hier beim Rest. Ich habe also 1, 0, 1, 1 und dann 4 mal die 0. Übrigens auch so eine Sache, wie ihr vielleicht schon gesehen habt oder mitbekommen habt, meistens macht man bei Binärzahlen, dass man Vierergruppen aufschreibt, macht es etwas übersichtlicher mit dem Lesen. Okay, ich habe jetzt eine Dualzahl. Vorne ist eine 1, das ist erstmal schon mal gut. Sieht erstmal so aus, als ob das an sich eine gültige Dualzahl ist, die auch hinhauen könnte. Das Ganze natürlich auch nochmal gegenprüfen. Ist das jetzt schon das Ergebnis, was ich brauche hierfür? Nope. Richtig, genau. Noch ist es nicht, denn es fehlt uns noch eine Kleinigkeit. Wir haben vorhin es ja schon gesagt. Was fehlt uns hier? Die Vorkommastellen. Genau, in dem Fall n gleich 12, 12 Vorkommastellen. Wir haben aber nur 8 Vorkommastellen bisher. Das heißt, wir fügen 4 hinzu. Wenn wir die Nullen links davon hinzufügen, dann ist es auch so, dass das hier weiterhin das Ergebnis nicht verändert. Und Nachkommastellen, naja, wir haben jetzt zwar keine Kommastelle, aber irgendwie sagt die Aufgabenstellung, wir brauchen zwei Nachkommastellen, dann haben wir jetzt wohl auch Nachkommastellen. Und genau das ist dann auch so eine Sache, dass ihr bitte drauf achtet, wenn solche Kleinigkeiten im Aufgabentext sind und man achtet da nicht drauf und vergisst dann irgendwie Vor- und Nachkommastellen entsprechend anzupassen, verschenkt man unnötig Punkte. Muss ja nicht sein. Die Frage, fügt man immer Nullen hinzu? Genau, es geht ja darum, dass die Zahl, die wir berechnet haben, das ist ja erstmal grundsätzlich die richtige Zahl. Also die 1, 0, 1, 1, 4 mal die 0. Und wenn wir jetzt Vor- und Nachkommastellen hinzufügen, dürfen wir die Zahl vom Wert her an sich ja nicht verändern. Deswegen fügen wir Nullen hinzu, weil wir dadurch an den Stellen das nicht verändern. Wenn ich jetzt hier eine 1 hinzufügen würde, hätte ich ja den Wert verändert. Dürfen wir nicht. Gut, angenommen, wir wollen jetzt nicht nur das Ganze umrechnen, sondern sollen auch noch zusätzlich Oktal- und Hexadezimalwerte angeben. Dann können wir das mit dem Ergebnis, was wir hier jetzt haben, relativ schnell machen. Es gibt nämlich ja so einen kleinen Trick, wie wir da zu Oktal- und Hexadezimal kommen. Hat das einer von euch auf dem Schirm, was das war, wie das ging? Jetzt relativ schnell Oktal- und Dezimalwerte zu kriegen. Oktal- und Hexadezimal. Entschuldigung. Kleiner Tipp. Hat was damit zu tun, dass ich hier ja meine Dualzahl schon berechnet habe und ich habe hier was für die Übersichtlichkeit gemacht. Das hilft mir aber auch, um zum Beispiel relativ schnell zu Hexadezimalzahlen zu kommen. Okay, dann helfe ich euch an der Stelle. Und zwar ist es so, dass wir Gruppen bilden können. Und genau, hier die geht schon in die richtige Richtung, die
Anmerkung hier im Chat. Ich hatte jetzt eben gesagt, also klar, ich hatte noch Oktal und Hexadezimal gefragt. Genau, Oktal wären 3 Bits. Jetzt hatte ich eben gesagt, Hexadezimal haben, weil wir hier schon die Gruppen so gruppiert haben. Und zwar ist es so, dass wir gruppieren die Bits und entsprechend das Ganze dann umwandeln. Also wir fangen an mit den von der Kommastelle aus losgehend nach links oder nach rechts. Rechts haben wir jetzt hier so viel nicht. Und wir würden die ersten 4 nehmen, die wir da haben. Das ist jetzt 0. Das ist noch relativ einfach umzuwandeln. Etwas spannender wird dann die andere Gruppe. So, also wenn ich das jetzt ohne die zugefügten Vor- und Nachkommastellen nehmen würde, damit das jetzt ein bisschen übersichtlicher bleibt, dann wäre das hintere, die hintere Gruppe wäre die 0 und die vordere Gruppe, jetzt wird es ein klein bisschen spannender, das ist eine etwas größere Zahl. Jetzt müssen wir ein bisschen nochmal überlegen, wie war das eigentlich? Wie war das nochmal mit den Zahlen, wenn ich irgendwie durchzähle im Dualsystem? Na, dann fange ich irgendwie an, dann habe ich irgendwie, machen wir das mal hier oben. Ich habe hier meine 1. Das nächste, was ich habe, der Wert ist 1, 0, ist für die 2. 2 Einsen ist die 3. 1, 0, 0. Na, wieder zwei, eine 1 nach vorne, die beiden anderen zu 0 gekippt. Damit wäre ich dann bei der 4. 1, 0, 1 ist die 5. 1, 1, 0, dann die 6. 1, 1, 1, die 7. So, kleiner Tipp am Rande. Oktalzahlen sind Dreiergruppen und Oktalzahlen oder Oktalsystem, da können wir ja nur, das hatten wir letzte Woche auch schon so ein bisschen angerissen, nur die Zahlen von 0 bis 7 darstellen. Heißt also, die höchste Zahl, die wir im Oktalsystem darstellen können aus 3 Bits, das muss die 7 sein. So also kann man schnell sich irgendwo merken, was ist eigentlich wo. 3 mal die 1, das ist dann also die 7. Heißt 1, 0, 0, die erste vierstellige ist dann die 8. 1, 0, 0, 1, die 9, 1, 1, 1, 0. Moment, 1, 0, 1, 0. So, 1, 0, 1, 0. Wir waren eben bei der 9. Was kommt im Hexadezimalsystem nach der 9? Hexadezimal haben wir ein paar mehr Zahlen. Genau, danach kommt das A. Also das wäre hier quasi das A. Schreibe das mal so ein bisschen dazu, dass man das nochmal im Blick hat. Und dann würde ich halt mit Buchstaben hochzählen 1, 0, 1, 1. Das wäre dann halt eben das B. Und so weiter, bis ich dann bei 4 vollen Stellen ankomme. Und das wäre das F. Und das F entspricht welchem dezimalen Wert? Genau, der 15. So, wer jetzt nämlich nicht hochzählen wollte, der hat vielleicht nur dran gedacht, was ich eben gesagt habe. Hexadezimal ist ja quasi also 16er-System. Und das heißt, die Zahl 16 selber können wir nicht damit darstellen, aber eine weniger, das wäre dann die 15. Und das ist dann das, was aber als F dargestellt wird, damit man das mit einem Zeichen darstellen kann. Okay, jetzt haben wir hier irgendwie schön hochgezählt. Heißt aber hier 1, 0, 1, 1. Das wäre das B für unsere Vierergruppe aus dem Ergebnis. Das heißt, ich habe B 0, das ganze tiefgestellte 16. Also, dass es klar ist, dass es eine Hexadezimalzahl ist. Und so musste ich gar nicht irgendwie mehr viel umrechnen, sondern sobald ich meine Dualzahl habe, kann ich daraus auch die Hexadezimalzahl sehr schnell ablesen. Das gleiche geht dann auch fürs Oktalsystem. Und wie vorhin schon gesagt wurde, müssen wir dafür Dreiergruppen bilden. So, wir nehmen jetzt einmal die Zahl, die wir eben hatten. Kopieren die einmal kurz ein bisschen um. Und jetzt habe ich hier vorne nur 2 Bit. Was mache ich denn damit?
gerade gesagt, ich brauche Dreiergruppen. Genau, auch hier, wenn ich dann eine 0 davor setze, verändere ich ja nicht den Wert des Ganzen, sorge aber dafür, dass ich dann auch eine reguläre Dreiergruppe habe. Ich setze hier mal so in Klammern, dass wir die jetzt quasi eingefügt haben. Und dann kann ich jetzt auch jeweils wieder hier bitgruppenweise das Ganze übersetzen. Hinten dreimal die 0, ist natürlich wieder eine 0. 1, 1, 0. Da finden wir hier wieder, so wer es jetzt noch nicht im Kopf hat, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 1, 0 ist also die 6. Und 1, 0, das ist dann die 2. Das ganze tiefgestellte 8 ist also eine Oktalzahl. Um ganz ehrlich zu sein, ich kann mir irgendwie das auch immer nicht merken. Also manche Zahlen habe ich vielleicht gerade im Kopf. So die 1001 weiß ich, dass es die 9 ist. Die 111 weiß ich, dass es die 7 ist. Und die 4 mal die 1 weiß ich, dass es die 15 bzw. das F ist. Was ich da immer nur als Tipp geben kann, gerade wenn es dann irgendwie auch mal in der Klausur darum geht. Meistens hat man eine Möglichkeit, irgendwo eine Schmierkladde zu machen. Schreibt euch die Zahlen einfach einmal kurz handschriftlich runter im Dualsystem. Dann vertut ihr euch weniger und kostet halt kaum Zeit. Dabei seid ihr dann halt auch auf der sicheren Seite, dass ihr die richtige nehmt. Wie gesagt, ich muss auch manchmal nachgucken oder nachzählen oder im Kopf und dann fängt man an zu überlegen, was ist das hier zum. Also kleine Schmierzettel bzw. Schmierkladde irgendwo hinten auf der Rückseite oder sowas. Das kann man dann immer ganz gut machen, sich das einmal runterzuschreiben. Meistens braucht man das eh ein paar Mal, kann das auch nutzen, um dann irgendwie nochmal zu prüfen, ob jetzt ein Ergebnis eigentlich sinnvoll und richtig erscheint. Ja, und damit haben wir eigentlich auch schon den allgemeinen Teil. Wir haben unsere Zahl, wir haben die 176 genommen, wir haben sie mit dem Divisionsrestverfahren umgewandelt, von unten nach oben abgelesen. Ja, also wichtig, von unten anfangen. Können dann mit der Gruppenbildung das nach Hexadezimal und Oktal dann wandeln. So, jetzt kann es aber sein, dass wir irgendwie nicht nur das Divisionsrestverfahren haben, sondern es ist ja sogar vorgegeben, dass ihr bestimmte Verfahren benutzen sollt in der Klausur. Klausur war ich schon. Nein, so weit sind wir noch nicht in der Klausur. Wir sind in den Übungen. Wollen wir nicht übertreiben. Erstmal lernen, später Klausuren. So, und zwar das zweite wäre mit Potenztabellen. Wie würde ich denn jetzt das Ganze mit Potenztabellen wandeln? Also ich habe die Zahl 176 im Dezimalsystem und das Ganze soll jetzt Richtung Dual gehen wieder. Ja, genau. Am besten einfach einmal die Potenztabellen aufschreiben. Also auch hier, hier ist es halt eben wichtig, das Potenztabellenverfahren, da ist es dann wichtig, dass ihr dann halt auch in der Abgabe der Aufgabe, sei es halt in der Übung oder sei es in der Klausur, dass ihr dann auch tatsächlich richtig einmal die Potenztabelle vielleicht einmal kurz dann dahin schreibt. Ich mache das jetzt einmal ganz verkürzt, weil ich hier nicht so viel Platz habe und das ein bisschen unübersichtlich sonst wird. Also 2 hoch 0, das wäre die 1. Wir haben 1 hoch 2. Quatsch, 2 hoch 1 ist die 2, 2 hoch 2 wäre die 4, 2 hoch 3 käme ich bis zur 8. Genau, wir haben jetzt nämlich das Ding wieder wie letztes Mal, müssen wir schauen, dass wir darauf achten, so weit zu kommen, dass wir hier unten mit unserer 176 auch arbeiten können. Also 2 hoch 4, das nächste wäre dann 16. 2 hoch 5 wären wir bei 32. 2 hoch 6 wären wir bei 64. 2 hoch 7 wären wir bei 128. Oh, reicht noch nicht ganz. Ja, machen wir nochmal der Vollständigkeit halber nochmal die 2 hoch 8 dazu. Sind wir bei 256. So, okay. Das heißt, wir haben unsere Potenztabellen. Und wie würden wir das Ganze jetzt berechnen?
Das lässt sich nämlich rechnen. Hat das einer von euch grob? Wenn nicht, ich weiß nicht, ob der Teil nämlich jetzt auch schon in der Vorlesung kam oder nicht. Das waren so ein paar Sachen. Ah ja, doch, okay, hattet ihr. Gut. Mit den Potenzen subtrahieren. Genau, das heißt, wir fangen an mit der 176 minus, ja, was ist die höchste Potenz, die wir da abziehen können? Das ist das, was wir einmal gucken müssen. Wir haben die 7, richtig. Das heißt, einmal 128 ziehen wir ab. Bekommen dann 48, meine ich, müsste das sein, daraus. Und dann machen wir den Schritt weiter. Wichtig ist, dass wir jetzt aufpassen, dass wir nicht irgendwas überspringen. Also wir starten zwar, wir können zwar gucken, mit welcher Potenz wir anfangen. Dann haben wir mit der 7 angefangen, müssen aber jetzt für jede Potenz durchschauen, ob wir die subtrahieren können. Denn da haben wir jetzt das Problem, 64 können wir nicht, das ist größer. Dann wird das halt eben nicht subtrahiert. Wir sind weiter bei der 48. Im nächsten Schritt dann 48 minus einmal die 32, da können wir es wieder subtrahieren. Und dann weiter das Ganze. So, jetzt haben wir 16 minus 16, sind wir bei der 0. Das ist zwar schön, aber auch hier müssen wir immer noch darauf achten, wir brauchen wirklich alle Potenzen einmal. Das heißt, wir ziehen ganz fleißig 0 mal 8 ab. Dann gleich nochmal eben auch die anderen Potenzen. Also, das hier war die 1 aus unserer Potenz 2 hoch 0. Das heißt, wir sind durch, wir haben alles einmal abgezogen. Und wie kriegen wir jetzt unsere Dualzahl daraus? Wo können wir die ablesen? Und das ist ja wieder der ganze Sinn, dass wir es gemacht haben. Wir wollen ja eigentlich die Dualzahlen haben. Vor den Potenzen, genau. Also das, was wir hier so haben, das ist das, was wir hier haben wollen. Na, hier die 1, die 0, die 1 und so weiter. Das Ganze können wir runter. 1, 0, 1, 1 und dann viermal die 0. Und wer aufgepasst hat, der hat mitgekriegt, dass wir natürlich eben gerade die gleiche Zahl genommen haben. Das heißt, wir können noch einmal gucken. 1, 0, 1, 1, 4 mal die 0. Richtig. Das heißt, wir haben uns anscheinend nicht verrechnet. Das ist doch schon mal ein guter Schritt. Das heißt, wir brauchen jetzt aber auch nicht nochmal Hexadezimal- und Dualrechnung machen an der Stelle. Dann. Was wir uns auch noch angucken sollten, ist Umrechnung, vielleicht ganz kurz, von Kommazahlen. Jetzt hatten wir ebenso schön eine schöne gerade Zahl, die 176. Wenn wir das haben, dann ist für uns der nächste Schritt Kommazahlen. Wie mache ich das denn dann? Also Potenztabelle kann ich ja auch, ja, ich würde jetzt nicht nochmal aufstellen, das haben wir eben gemacht.
Ich kann ja auch mit meinen Rechenschritten genauso anfangen. Die Frage ist halt, irgendwas ist da dann doch noch ein klein bisschen anders. Ne? Was hatten wir eben? Potenztabellen, wir rechnen das Ganze durch. Aha. Okay, gleicher Spaß mit einmal vor und nach. Nee, wir brauchen es tatsächlich an der Stelle nicht hier trennen. Das müssen wir machen beim Divisionsrestverfahren. Also wir können das hier jetzt anfangen zu rechnen. Die 6,75 minus einmal 2 hoch. Wobei, was habe ich? Ich habe das eben, habe ich auch nicht die Potenzen geschrieben, eben habe ich die Zahlen geschrieben, machen wir es auch hier wieder einheitlich. Minus 1 mal 4 heißt, es bleiben 2,75 über. 2,75 minus 1 mal 2 heißt, wir haben 0,75. 0,75 minus 1 mal 1. Ist dann. Oh Quatsch, geht natürlich nicht. 0 mal 1. Genau, da können wir nicht abziehen. Das heißt, da bleiben wir bei 0,75. Und das ist ja Potenz 2 hoch 2, 2 hoch 1, 2 hoch 0. Jetzt müssen wir weiterrechnen. Was ist die nächste, ne? Wenn ich dann wieder einen subtrahiere bei der Potenz, 2 hoch minus 1, welcher Zahl würde das entsprechen? Hoch minus 1. Na, also es geht ja eigentlich immer um, geht ja immer um, wenn die Potenz größer wird, dann hängen wir ja eine mal 2 dran. Und wenn die Potenz kleiner wird, dann ist das ja quasi nochmal wieder einmal mehr durch 2 geteilt. Und wir hatten bei 2 hoch 0 hatten wir den Wert 1 als Ergebnis. Und die Hälfte davon ist dann das, was wir bei 2 hoch minus 1 haben, also 0,5, wie teilweise das bei euch hier im Chat richtig schon stand. 0,5 können wir abziehen. Das heißt, einmal 0,5 wird abgezogen. Wir haben einen Rest von 0,25. 0,25 ist dann, so, jetzt müssen wir überlegen, 0,5 war 2 hoch minus 1, 2 hoch minus 2. Ist dann die Hälfte von 0,5, ist 0,25. Passt, können wir abziehen. Und damit sind wir hier dann auch auf den Wert 0 gekommen. Ja, das heißt, für die Umwandlung von Kommazahlen mit Potenztabellen können wir diese Rechnung tatsächlich in einem durchführen. Brauchen da nicht irgendwie das Aufteilen. Und hier an der Stelle gilt das Gleiche, dass wir es einmal ablesen mit unseren Potenzen. Bitte achtet darauf, die größte Potenz, ne, wenn wir mal überlegen, bei so einer Zahl, wenn ich jetzt nur die 6 nehmen würde, was ja 1, 1, 0 der Wert wäre, die 1, die dazu dann ganz links gehört, ist dann also die ich oben finde von der 2 hoch 2. Das heißt, ich lese hier von oben nach unten ab 1, 1, 0. So, und dann muss ich dran denken, dass hier von 2 hoch 0 auf 2 hoch minus 1 ich mein Komma dazwischen habe. Und komme dann auf einen Wert von 1, 1, 0,1, 1. Das Ganze nochmal mit dem Divisionsrestverfahren. Wie eben schon richtig angemerkt wurde, wenn auch an der falschen Stelle, das ist jetzt wichtig, dass wir es einmal trennen. Also wir machen die Berechnung getrennt nach Vor- und Nachkommastellen. Vorkommastelle ist relativ einfach. Also wie eben, 6 durch 2 ist 3, Rest 0.
3 geteilt durch 2 ist gleich 1, Rest 1. Und 1 geteilt durch 2 ist gleich 0, Rest 1. Okay, fertig. Jetzt haben wir den anderen Teil. 0,75. Wenn ich das jetzt teile, dann durch 2, dann komme ich nie irgendwie an ein Ende. Also es funktioniert irgendwie nicht. Was mache ich jetzt mit den Nachkommastellen? Nachkommastellen sage ich schon. Was mache ich jetzt mit, ja doch, doch mit den Nachkommastellen. Was mache ich mit der 0,75 im Divisionsrestverfahren? Ich will ja die Chance haben, mit diversen Berechnungen, die ich mache, dass ich irgendwo immer Reste kriege und am Ende irgendwo wahrscheinlich auch wieder auf irgendwas wie eine Null komme. Ja, wenn ich nicht teilen darf, was darf ich dann vielleicht machen? Genau, dann darf ich mit 2 multiplizieren. 0,75 mal 2 ergibt 1,5. Okay. Der Teil, der vor dem Komma ist, wird als Rest aufgeschrieben. Der Teil, der hinterm Komma des Ergebnisses ist das Ergebnis, was ich aufschreibe. Gibt es Sinn? Ich hoffe. Also 0,75 mal 2 ergibt 1,5. Und mit den 0,5 rechne ich weiter. 0,5 mal 2 gleich. Ah, das ergibt 1 oder 1,0. Das heißt, ich habe einen Rest von 1 und das andere ist eine 0. Und das ist dann das Ende, also das Äquivalent zu dem 1 durch 2 gleich 0 Rest 1. Habe ich hier eben das 0,5 mal 2 gleich 0 Rest 1, um zu wissen, dass ich mit meinen Nachkommastellen mit der Berechnung fertig bin. Wie lese ich daraus jetzt mein Ergebnis ab? Was meint ihr? Wie lese ich jetzt aus meinen Berechnungen meine Dualzahl ab? Ja, also vorne sehen wir, da funktioniert auf jeden Fall dieses von unten nach oben immer noch, so wie wir es auch bei der Nichtkommazahl hatten. So, hinter dem Komma müssen wir jetzt einmal schauen. Ist jetzt natürlich gemein. Das kann man nicht mal irgendwie. Das ist beides eins. Lese ich jetzt von oben, lese ich jetzt von unten ab. Was man dann sich überlegen kann, ist, ob man sagt, ja, okay. Ich konstruiere mir irgendein Beispiel, wo ich weiß, wo die 0 und wo die 1 sein muss. Ja, wenn ich jetzt sowas nehme, wie ich nehme eine Zahl, 0,01, dann weiß ich ja, die erste Stelle hier, die sagt mir an, ob da 0,5 die Potenz drin ist und die zweite sagt mir, die 0,25 ist drin. Und dann kann ich halt eben gucken, okay, ich muss vom Komma. Wie würde das dann aussehen? 0,5. Das heißt, das hier wäre die Zahl 0,25. Und wenn ich die 0,25 hier berechnen würde, wie das, was ich hier eben gemacht habe, also weil, wie gesagt, das ist jetzt so, ich weiß gerade nicht mehr, wie es ist, dann überlege ich, das wäre ein einfaches Beispiel, irgendwie 0,01. Auch nur die Rückseite, das würde die 0,25 sein. 0,25 mit den Berechnungen wie hier. Dann sehe ich 0,5. Das wäre dann 0,5 Rest 0. Und 0,5 mal 2 ist dann gleich 0,25.
0, Rest 1. So, damit habe ich ein ganz kleines Beispiel gemacht und ich weiß, die 0 ist dann die erste Zahl. Ich sehe, die 0 ist oben, das heißt, ich weiß, ich muss von oben nach unten hinter dem Komma ablesen. Natürlich ist es sinnvoll, dass ihr das euch einfach merkt, dass ihr das lernt, wie rum das geht. Will damit nur sagen, wenn man es mal irgendwie vergisst oder unsicher geworden ist, insbesondere falls es in der Klausur passieren sollte, dann einmal kurz nachdenken, okay, kann ich irgendwie ganz schnell ein kleines Beispiel mir konstruieren, wo ich mir dann einfach nachgucken kann, wie rum das sein muss. So, das heißt, unsere Zahl hier hat dann am Ende den Wert 110,11. Was gut ist, weil das sollte es hier oben ja genauso sein. War ja nur ein anderes Verfahren. Gleiches Ergebnis, anderes Verfahren. Perfekt. Haben wir auch. Jetzt haben wir Nachkommastellen geschafft. So, weitere Umwandlung. Wir machen das Ganze andersrum. Eben haben wir von Dezimal nach Dual umgewandelt. Achso, nur zur Erinnerung, ich habe da jetzt hier das zwar nicht mehr extra gemacht, aber denkt bitte dran, dass ihr in der ganzen Aufgabe 1 jeweils immer noch Oktal und Hexadezimal angeben sollt und natürlich auch entsprechend mit Vor- und Nachkommastellen wie angegeben. So, jetzt aber umgekehrt. Wir sind bei, ja, im Endeffekt dem Teil von Aufgabe 2 angekommen. Und es geht darum, eine Dualzahl, in dem Fall 1100,1 nach Dezimal zu setzen. Wie machen wir das denn jetzt? Das mit Potenztabellen sein soll. Ist Potenztabelle tatsächlich ein relativ übergroßer Begriff für das Ganze. Ne? Also ich soll das, im Endeffekt heißt es das also, dass ich hier mit den Potenzen selber das relativ deutlich angeben soll. Was ist denn die 110,1, wenn ich das Ganze mit Potenzen aufschreibe? Das ist nämlich das, was ich mache. Das ist. Also wenn ich eine Dualzahl nach Dezimal bringen soll und ich soll das Ganze mit einer Potenztabelle machen, dann heißt das, ich schreibe die Potenzen auf und schreibe dann immer dazu, wie häufig die da drin vorkommen. Was wäre denn die erste Potenz hier links? Ah, sie ist drin. Einmal 2 hoch. Ja, Achtung. Informatiker und manchmal auch Mathematiker können sehr gemein sein, denn sie fangen an mit 0 zu zählen. Das heißt, die erste Potenz vor dem Komma ist 2 hoch 0. Dann kommt 2 hoch 1, dann 2 hoch 2 und das heißt, die erste hier ganz links ist dann das 2 hoch 3. Kann man schnell mal irgendwie daneben kommen und dann ist man gleich eine ganze Potenz daneben. Das ist natürlich ärgerlich. So, dann die Frage, zählt man das rechts davon nicht als Potenz mit? Nee, das ist auch eine Potenz, das ist richtig. Aber es muss ja irgendwo definiert sein, wo das 2 hoch 0 steht. Also wo ist quasi der Beginn meiner Zählung. Und dann gehe ich ja in die eine Richtung positiv weiter und in die andere negativ weiter mit den Potenzen. Und es ist eben so definiert, dass die Potenz vor dem Komma, dass das dann hoch 0 ist. Also die Zahl vor dem Komma. Ja, und das heißt, die dahinter ist dann, das müssen wir gleich dann auch einmal aufschreiben, 2 hoch minus 1. So, das heißt, wir haben einmal 2 hoch 3, wir haben einmal 2 hoch 2, dann haben wir 0 mal 2 hoch 1 und 0 mal 2 hoch
0. Das ist dann alles, was wir vor dem Komma haben. Und hinter dem Komma die einmal 2 hoch minus 1. Jetzt kann man sich die Frage stellen, ob ich diese Potenzen nicht weglassen könnte an der Stelle. Manchmal wird das der Einfachheit halber getan. Ich weiß, in den Lösungen, die die Übungsgruppenleiter kriegen werden, ist in der Regel das komplett aufgezählt, dass man alle Potenzen einmal drin hat, dass man eben auch bei der Wandlung von Dual nach Dezimal explizit aufschreibt, welche Potenzen ich nicht brauche, welche Potenzen ich nicht mit reinberechne. Insofern tut euch vielleicht auch erstmal einen Gefallen und schreibt es komplett auf, dann vergesst ihr nicht eine Potenz oder überspringt was, insbesondere wenn die Zahl nicht 1, 1, 0, 0,1 ist, sondern irgendwie sowas so richtig schön langes mit ganz vielen Nullen und Einsen. Okay, ist vielleicht ein bisschen lang, wahrscheinlich in der Klausur oder so, vielleicht irgendwie so lang oder so. Aber man kann durcheinander kommen. Die Frage, ob man dieses nach Dezimal, also im Endeffekt ist das ja hier meine verkürzte Angabe der Aufgabenstellung, ob man das formaler schreiben kann oder ob es eine symbolische Darstellung gibt, meines Wissens jetzt nicht so wirklich. Was man machen kann, ist, dafür sollten wir einmal kurz das Ergebnis noch zu Ende schreiben. Also einmal 2 hoch 3 ist 8 plus einmal 2 hoch 2 ist 4. Und dann haben wir 2 hoch minus 1, 0,5. Heißt, wir sind irgendwie bei einem Wert von 12,5 am Ende. Das ist natürlich dann jetzt ein dezimaler Wert. Also was ich halt eben schreiben kann, ist, wenn ich verschiedene Zahlen habe. Und ich will einfach nur klar machen, dass die irgendwie zueinander gehören. Ja, das war 1, 1, 0. So, also dann würde ich normalerweise sagen, ich habe hier das weiß ich, das ist eine Dualzahl. Und ich kann dann halt eben angeben, dass mein Ergebnis dann diese Dezimalzahl ist, weil ich dann hier unten die tiefgestellte 10 dann ranschreibe. Also das andere, das ist jetzt eben, wie gesagt, nur die Verkürzung der Aufgabenstellung. In der Aufgabenstellung selber steht ja auch, wie ist die formuliert? Überführen Sie die folgenden Dezimalwerte. Nee, falsche Richtung. Das war die falsche Aufgabe. Aufgabe 2. Bestimmen Sie den dezimalen Wert der folgenden zwei Dualzahlen mit den jeweils angegebenen Verfahren. Ja, okay. So, also. Ich hatte ja gesagt, ich möchte euch bitten, dass ihr jeweils immer das Aufgabenblatt selber nicht nur einmal angeguckt habt, sondern natürlich dann auch ein bisschen vorliegen habt, weil ich mich daran teilweise orientiere. Weil wenn ich hier die ganzen Aufgabentexte immer mit reinpacke, dann haben wir gar nicht so Platz für das eigentlich Wichtige. Und wenn ihr die Aufgaben grundsätzlich kennt, brauchen wir das auch nicht so sehr. So. Potenztabellen haben wir. Super. Dann. Können wir natürlich das nicht nur mit Potenztabellen machen. Jetzt wird's lustig. Hattet ihr denn schon das Horner-Schema? Klingelt da irgendwas aus der Vorlesung? Jo, jo, klingt gut. Okay, Horner-Schema. Horner-Schema ist auch eine Möglichkeit, das Ganze umzuwandeln. Vielleicht hole ich einmal noch mal ganz kurz aus. Das Horner-Schema ist ja eine, mal gucken, ist ja eigentlich nur eine Umschreibung. Also, wenn ich das Horner-Schema nehme, ich hätte eine Zahl. Die sich zusammensetzt, oder ich hätte eigentlich also nicht eine Zahl, ich habe ein Polynom. Wir können diverse Grade haben.
Moment, das wäre natürlich das B an der Stelle. Also B0 plus B1 mal x plus B2 mal x, x Quadrat wäre das dann, bis hin zu einem bn mal x hoch n. Das heißt, ich kann beliebig viel die entsprechenden x haben. Mit dem entsprechenden Grad des Ganzen, relativ kurz formuliert, dann darf das Ganze auch umgeschrieben werden als, ja, ich fange mal mit dem B0 hier hinten an. Dann wird davor das B1 ergänzt, und zwar indem ich sage, ah, x und B1. Hier ist aber gegebenenfalls, wenn das noch mehr ist, noch eine Klammer, wo ich multipliziere. Und zwar habe ich dann nämlich hier mein B2 mal x plus B1. Wenn ich natürlich noch mehr habe, dann muss ich das Ganze hier weiter durchrechnen. Und ende dann mit einem bn x plus fehlt mir hier der Platz. Entschuldigung, muss das mal kurz hier unten einfügen. Bn minus 1 wäre das dann. So wird also diese ganze Kette einmal umgestellt. Vielleicht eher nochmal mit einem Zahlenbeispiel sich das Ganze anzuschauen. Also wenn ich eine Kette habe, ich drehe sie mal um. Ich könnte hier was haben wie 6x² plus 3x plus 4 meinetwegen. Ah, dann würde das eine entsprechende, wäre das eben entsprechender Term, den ich umformen dürfte. Und das hieße hier das B0, das wäre dann meine 4, die dann bleibt, plus das, was ich hier vorhatte, das x. Oder 3x sind das ja eigentlich, nur weil ich dann noch ein x² habe. Das Ganze hier in eine Klammer gesetzt und dazu noch addiert. Jetzt hier nichts, sonst müsste ich das Ganze noch weiter klammern. Und der Witz ist dann eben, wenn ich das hier aus multiplizieren würde, dann würde ich ja durch die Multiplikation der x hier 6x mal x wieder auf das 6x² kommen plus 3x plus 4. In die Details brauchen wir, glaube ich, jetzt gerade da nicht gehen, warum das so ist. Beweise, ähnliches. Das habt ihr vielleicht dann in Mathe nochmal oder ich weiß nicht, ob das auch in der Vorlesung kam. Wichtig ist, dass ihr eben verstanden habt, wenn es einen Aufbau in dieser Art gibt, wie wir den hier haben, dann darf das eben auch entsprechend umgeformt werden. Beziehungsweise eben auch umgekehrt. Und das können wir uns zunutze machen, wenn wir Zahlenumwandlung machen. Dafür darf das dann mitbenutzt werden. Muss ich gerade mal gucken. Dafür müssen wir hier wieder hin. So, dann würde ich nämlich gucken, was hatte ich jetzt hier gemacht? Ich hatte hier mein Polynom und schauen wir mal. Im Endeffekt ist ja meine Zahl, wie ich sie hier habe, die 1100, sagt ja auch schon explizit eigentlich,
dass ich was habe, was Potenzen beinhaltet. Das heißt, es ist ja eigentlich ja ein einmal zwei hoch, was war das? Drei? Ja, das hatte ich doch eben schon, das kann man doch einmal kopieren. Zumindest den Teil. So, das heißt, ich habe einmal 2 hoch 3 plus einmal 2 hoch 2 plus 0 mal 2 hoch 1 plus 0 mal 2 hoch 0. Okay, beim letzten muss ich dann jetzt so ein bisschen nachdenken. 0 mal 2 hoch 0. Den 0. Grad, den gibt es dann jetzt nicht so in dem Sinn, das ist 2 mal 1. Das ist also der Teil, der einfach hinten außen stehen würde. Also das Äquivalent zu der Stelle hier, weil an sich das ja ein 4 mal x hoch 0 wäre. Ja? Das hier ist 3 mal x hoch 1, deswegen ist das x einmal da. Das hier ist 4 mal x hoch 0, aber das x hoch 0 lässt man eben weg aufgrund der normalen Konvention. Und weil das eben mal 1 einfach nur wäre und schreibt nur die 4. Das heißt, wir haben jetzt eben hier sowas Ähnliches vorliegen. Und wir können jetzt gucken, so durchzugehen. Na, das war ja am Ende plus b0, also der Multiplikator, den wir da hatten. Also von hinten die 0, die bleibt stehen. Wir würden davor ein 0 mal 2 hoch 1. So, und wir wollen das Ganze in unser Zielsystem setzen. 0 mal 2 hoch 1 heißt also 0 mal 2. Und da müssen wir weiter nach links gucken. Was haben wir noch? Ist das schon alles? Nein, ist es nicht. Wir haben noch mal einen Grad mehr beim Polynom. Das heißt, ich setze vor dem Mal die Klammer und ich füge einmal 2 hinzu und das dahinter wird addiert. Und weil ich eine Klammer gesetzt habe, muss ich ganz vorne vor allem auch eine setzen. So, wir gucken uns das an. Das heißt, ich habe jetzt das hinzugefügt. Das ist ja 2 hoch 2. Wenn ich das jetzt wieder ausmultipliziere, habe ich einmal 2 hoch 2. Und bei 0 mal 2 hoch 1 habe ich immer noch 0 mal 2. Also 0 mal 2 hoch 1. Na, ihr seht, ich kann das Ganze, ich schreibe das Ganze eigentlich nur um in eine andere Form. So, jetzt bin ich auch noch nicht fertig. Hier links von mir habe ich immer noch was. Das heißt, ich gehe wieder vor das Mal, mache die Klammer auf der anderen Seite die Klammer zu, dass ich das nicht vergesse. Und einmal 2 plus das, was dahinter ist. Ist euch klar, wie ich langsam dieses Schema aufbaue? Also am einfachsten gibt verschiedene. Man kann das natürlich auch von vorne runterschreiben, wenn einem das lieber ist und man sich damit gut wohlfühlt. Aber am einfachsten, wenn man sich neu da reindenkt, finde ich es eben einfach von hinten stückweise so aufzubauen. Dann vergisst man keine Klammer. Ja, ich gebe mir einmal Rückmeldung irgendwie im Chat. Habt ihr verstanden, wie wir von der Zahl hier oben mit Hilfe von den Potenzen, die wir ausgeschrieben haben, auf diese Formatierung kommen? Okay, das sieht so aus, als wäre das verständlich gewesen. Das ist gut. Wenn nicht, dann hätte ich es halt nochmal erklärt. Wichtig ist ja, dass ihr was mitnehmt. Genau, da gibt es ja schon die Anmerkung. Ja, Horner ist aber maximal umständlich. Kann ich verstehen. Ist auch nicht unbedingt meine Lieblingsumrechnungsweise. Sie ist halt vorgegeben an der Stelle, deswegen müsst ihr es halt irgendwie wissen.
Ja, leider. So, okay, jetzt haben wir das Ganze alles umgeformt. Jetzt müssen wir uns natürlich das noch einmal ausrechnen. Also wir würden jetzt hier zusammenrechnen. 1 mal 2 ist 2 plus 1 ist 3. Mal den ganzen Rest müssen wir das hier noch machen. Dann haben wir 3 mal 2 ist 6 plus 0, macht also 6. Den Rest müssen wir auch noch machen. Also ihr seht, im Endeffekt machen wir jetzt gerade einfach nur das Ausmultiplizieren, nachdem wir das umgewandelt haben. Und 6 mal 2 ist 12 plus 0 bleibt bei 12. So, und wer sich noch daran erinnert, was diese 1100 war, ist das auch dann das richtige Ergebnis. Aufgrund dessen, also ihr habt vielleicht gesehen, ich habe hier fast die gleiche Zahl wie eben genommen, nur nicht mit Nachkommastelle. Aufgrund dessen, wie das Horner-Schema definiert ist, da haben wir halt keine negativen Potenzen in der Definition. Das heißt, wir können das halt dann nicht mit Nachkommastellen machen. Dann müssten wir ein anderes Verfahren anwenden. Ja. Merkt euch den Aufbau, geht Stück für Stück vor, in aller Ruhe. Versucht, dass ihr es einmal verstanden habt. In den meisten Fällen, bei den meisten Aufgaben in der Klausur wird euch freigestellt sein, was ihr benutzen dürft oder benutzen wollt. Das heißt, dann irgendwie wandeln sie um nach Dezimal, nee, andersrum, wandern sie um nach Dual oder es heißt, wandern sie um nach Dezimal. Und dann könnt ihr, wenn nicht irgendwie ein Verfahren vorgegeben ist, könnt ihr das Verfahren verwenden, wo ihr euch am wohlsten mitfühlt. Und ich vermute, das sind so Sachen, dass für die meisten dann eher Potenztabellen oder eben in die andere Richtung, wenn man dann nach Dual wandelt, dann vielleicht auch Divisionsrestverfahren euch viel einfacher und angenehmer ist, als irgendwie mit dem Horner-Schema zu arbeiten. Und das ist dann auch vollkommen in Ordnung. Dann nehmt ihr natürlich das, was euch am besten ja, verständlich ist. Ist allerdings so wie hier vorgegeben, dass ihr es verwenden sollt, dann müsst ihr es einmal machen. Aber ich glaube fest an euch, dass ihr das auch hinkriegen werdet. Gut, dann haben wir die Umrechnung. Und wir gehen einmal weiter zu Addition. Also ich fange mal an, jetzt ein paar mehr andere Berechnungen zu machen. Wir haben die Zahl 11 im Dezimalsystem, die Zahl, falsche Ebene, die Zahl 11 im Dezimalsystem, wir haben die Zahl 5 im Dezimalsystem und wir sollen das Ganze addieren in verschiedenen Zahlensystemen. Was ist der erste Schritt? Was meint ihr, den wir dann machen müssen? Ja, wir müssen sie irgendwie umwandeln. Genau. Bevor wir addieren können, müssen wir sie entsprechend in die Zahlensysteme umwandeln. Das bleibt uns nicht erspart. In der Hausaufgabe habt ihr etwas längere Zahlen. Auch da müsst ihr eben gucken, dass ihr es einmal umwandelt mit der von euch, ja, in dem Fall am meisten beliebten Methode. Wir können das hier tatsächlich sogar relativ schnell auch angeben. Kürzen wir das einmal kurz. Die Zahl 1,1 im Dezimalsystem entspricht, ah, das ist die 11. So, also, ne, jetzt fange ich auch an zu rechnen. 1001 war die 9, 1010 die 10, 1011 ist dann die 11. Das Ganze als Oktalzahl brauchen wir gleich.
Okay, Dreiergruppen, hintere Dreiergruppe 1-1 ist also die 3, vordere Gruppe 0-0-1 ist die 1. Weiß, ich bin bei 13 im Oktal und Hexadezimal, na gut, 1-0-1-1, das ist die 11, also ist das B. Oh, das gleiche nochmal mit der 5. Das ist die 101 im Dualsystem. Das ist dann die 5 im Oktalsystem. Und ja, bleibt immer noch die 5 im Hexadezimalsystem. Das heißt, ihr würdet quasi einmal das angeben, umwandeln in die entsprechenden Stellenwertsysteme. Und dann fangen wir an, das zu addieren. Addition in den verschiedenen Stellenwertsystemen ist genauso, wie wir es aus dem Dezimalsystem kennen. Wir müssen nur eine Sache beachten. Und das ist, in welchem Stellenwertsystem wir nämlich gerade rechnen und was damit die maximale Zahl ist, die wir an einer Stelle haben können. Im Dualsystem ist das noch relativ simpel, weil da haben wir gar nicht so viel zur Möglichkeit. Also, Dualsystem 1011 plus 101. Entschuldigung. Und es kann sein, dass wir dann ja, dass wir nicht direkt einfach gerade nur das Ergebnis haben, sondern zwischendurch noch was beachten müssen, nämlich den Übertrag. Ich sehe schon das richtige Ergebnis im Chat. Ja, ich wollte noch mal kurz auf den Übertrag hinaus. Der Vollständigkeit halber ist es nicht verkehrt, da eine extra Zeile für zu nutzen, dass man den nicht übersieht, nicht vergisst. Also 1 plus 1 ergibt 1, 0 im Dualsystem. Also ne, 1 plus 1 ist ja der Wert 2, ist aber in 1, ist ja 1, 0 im Dual. Das heißt, hier haben wir einen Übertrag. Ich hoffe, na, die Berechnung an sich ist noch grob okay, verständlich. Also 0 plus 0 ist natürlich 0, 0 plus 1 ist 1, 1 plus 0 ist immer noch 1, aber 1 plus 1 im Dualsystem ist 1, 0. Also quasi 0 und Übertrag 1. Das ist das, was wir halt hier eben an der Stelle haben. Das heißt, hier haben wir den Übertrag, dann haben wir 1 plus 0 plus 1. Heißt immer noch den Übertrag von 1. Sollte vielleicht auch das Ergebnis hier unten darunter schreiben. 0 plus 1 plus unseren Übertrag 1 ergibt wieder den Wert vom Ergebnis 0 mit Übertrag 1. Und hier vorne 1 plus 1, wieder 0 und der Übertrag von 1. Ganz vorne 0 plus 0 plus Übertrag 1 ergibt dann die 1 und damit haben wir dann auch das Ergebnis aus dem Ganzen. So, Oktalsystem, ähnlich das Ganze. Wir haben 13. Plus 5. Okay, was mache ich denn jetzt an der Stelle? Was kommt da jetzt als Ergebnis? Ich fange jetzt an, hinten zu rechnen. 3 plus 5. Was muss ich hinschreiben? Genau, eine 0. Denn 3 plus 5 ist 8. Das ist einer mehr als die 7, was die höchste Zahl ist, die wir darstellen könnten im Oktalsystem. Das heißt, wir haben auch hier wieder einen Übertrag. Also sage ich hier 0
Und den Übertrag 1. Und ich stelle davor 1 plus 0 plus Übertrag 1 ergibt dann natürlich die 2. Das heißt, 13 plus 5 im Oktalsystem ergibt 20 im Oktalsystem. Hexadezimal einmal. Wir haben B plus 5. So, jetzt müssen wir einmal schauen. B plus 5. Was ergibt das für einen Wert? B plus 5. Ja, ergibt zufällig auch eine 0. Okay, ja. Blödes Beispiel, aber vielleicht von den Zahlen. Aber tatsächlich kommen wir da auch wieder auf die 5, denn wir haben wieder einen Übertrag hier. Davor. Wer jetzt nicht aus dem Kopf B plus 5 addieren kann, weil das doch etwas selten bisher, glaube ich, im Alltag auftaucht, der muss dann halt einfach überlegen oder die muss dann einfach überlegen zu gucken. B plus 5, okay, also plus, B plus 1 ist C, B plus 2 ist D, B plus 3 ist, warte mal, wo ich, C. Also 1 ist C, 2 ist D, 3 ist E, 4 ist F und 5, das fünfte, was ich drauf addiere, das ist dann tatsächlich der Übertrag, also die 1, 0 am Ende, was jetzt bei dem Beispiel dann auch das Ergebnis wäre. So, also ich kann entweder vorwärts zählen, ich kann natürlich auch überlegen, okay, wie viel fehlen mir jetzt, bis ich dann auf die nächste Stelle kommen muss, also rückwärts, wie viel mir fehlen. F, E, D, C und dann B, dann komme ich auf, das wären dann auch wieder 5. Also da müsst ihr schauen, in welche Richtung das für euch dann einfacher fällt, dass ihr euch rumdenken könnt. Natürlich kann man bei so kleinen Zahlen, wenn man das jetzt hier Stelle für Stelle macht, kann man das auch noch mal kurz sich im Dezimalsystem vorstellen. Also das B, das wissen wir ja, dass das die 11 ist, plus die 15, wissen wir, dass wir dann auf 16 kommen. 16 aber ja nicht darstellbar, also 15. Das heißt, einen haben wir Übertrag und keinen Rest. Also was auf der Stelle bleibt. So kann man das dann auch machen mit Stelle für Stelle, was euch dann halt einfacher fällt. Grundsätzlich aber eben die schriftliche Addition Stelle für Stelle durchgehen, wenn es mehr als eine gibt und das Ergebnis dann einmal hinschreiben. Das heißt, was wir als Ergebnis hätten, wäre, wir haben eine 1 mit 4 Nullen im Dualsystem, wir haben 2 Null im Oktalsystem. Und wir haben 1, 0 im Hexadezimalsystem. Genau, Oktal braucht ihr für die Hausaufgabe jetzt nicht. Kann aber sein, dass es euch irgendwann anders nochmal drüber über den Weg läuft. Deswegen haben wir das jetzt auch kurz einmal gemacht. Dann würde ich sagen, kommen wir noch einmal zur letzten Aufgabe. Und zwar geht es hier darum, eine Multiplikation im Dualsystem zu machen. Wir haben zwei Zahlen, 1, 0, 1, 1 mal 1, 0, 1. Achtet auch hier wieder auf die Aufgabenstellung. Da steht explizit, geben Sie Zwischenrechnungen inklusive Überträge mit an. Das heißt, ja, Überträge brauchen wir auf jeden Fall und Zwischenrechnungen. Ja, vielleicht erstmal anders angefangen. Wie multipliziere ich im Dualsystem eigentlich?
kennen wir irgendwie Multiplikation von was anderem. Wie macht man das denn im Dezimalsystem? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob der Begriff, den du da im Chat schreibst, ob das das Gleiche beschreibt. Insofern. So. Ja, genau. Also ich nehme das stückweise vor. Ich mache aus der Schule den einfachen Begriff, den man dann dafür viel auch kennt, ist einfach, wir machen eine normale schriftliche Multiplikation. Das heißt, ich fange an mit 1011 mal 101, schreibe das oben drüber, setze einen Strich drunter. Das ist erstmal das, was ich berechnen will. Dann gehe ich stückweise durch und schaue jeweils, also die erste Zahl, ob die mit der Stelle von der zweiten Zahl multipliziert wird und was dabei als Ergebnis rauskommt. Im Dualsystem ist das relativ einfach, weil ich da halt entweder 1 oder 0 habe. Im Dezimalsystem kann da auch 2, 3, 4, 5, sonst was als Ergebnis sein. Und dann schreibe ich das entsprechend hin. Von hinten angefangen. Hier kommt die Zahl ja das erste Mal vor. Muss das jetzt gerade einmal zurechtdrücken. Dann habe ich die Stelle hier abgehakt und gucke mir die nächste Stelle an. Null mal, das heißt, es käme nicht darin vor. Der Vollständigkeit halber, weil wir ja alle Zwischenrechnungen mit aufschreiben sollen, setze ich da die 0 hin. Und dann haben wir das Ganze noch einmal auf der letzten Stelle hier. Das heißt, hier kommt die Zahl wieder vor, die erste. Unsere 1011. Und setze das damit untereinander. Jetzt habe ich meine einzelnen, ja, die einzelnen Stellen einmal hier bin ich einmal durchgegangen. Und als nächstes würde ich dazu kommen, wie gesagt, ganz normal, wie wir es aus dem Dezimalsystem auch kennen, dass ich das Ganze zusammenfüge, dass ich das dann summiere, an den Übertrag denken sollte, falls es ihn dann eben gibt. Und rechne dann hier die leeren Stellen. Das sind ja quasi ja die impliziten Nullen. Also 0 plus 0 ist 1. Dann habe ich 0 plus 0 plus 1 wieder 1. 1 plus 0 plus 0 ist immer noch 1. 1 plus 0 plus 1. Jetzt wird's spannend. Jetzt haben wir den Übertrag von 1 und hier unten den Wert 0. 0 plus 0 plus 1 ergibt den Wert 1, den wir haben. Und ganz vorne nochmal 1 plus 0 plus 0 ergibt den Wert 1 ganz vorne. Und damit komme ich dann auf das Ergebnis der Multiplikation dann zusammen. Also wie gesagt, ganz normale schriftliche Multiplikation, wie Sie aus dem Dezimalsystem kennen. Und genau, worauf wir noch achten sollten, ist die Aufgabenstellung bittet darum, dass man, was das bittet, also die Aufgabenstellung fordert, dass ihr auch nochmal eine Kontrollrechnung macht. Das heißt, dass ihr im Dezimalsystem das auch einmal berechnet.
Um das dann im Dezimalsystem berechnen zu können, müsst ihr natürlich die Zahl einmal, die beiden Dualzahlen in eine, jeweils in eine Dezimalzahl schnell umwandeln und dann im Dezimalsystem die Rechnung durchführen. Und dann entweder das Dezimalergebnis nochmal umwandeln in Dual, um das gegen das Dualergebnis zu halten, oder das Dualergebnis umwandeln in Dezimal, um das gegen das Dezimalergebnis zu halten. Dann habt ihr auch die Aufgabenstellung erfüllt. Genau, das ist dann auch die letzte Aufgabe auf dem Aufgabenblatt. Ich weiß jetzt nicht, ob noch irgendwelche Fragen aufgekommen sind oder übrig geblieben sind an der Stelle. Wenn nicht, dann hoffe ich, ihr seid gut vorbereitet für das Aufgabenblatt. Wünsche euch eine erfolgreiche weitere Woche und ja, vielleicht sieht man sich dann ja nächste Woche wieder. Einen schönen Abend erstmal.